Der Herr der Elemente. Und wie lange dauert das? 50.000 Jahre oder wie? Eine Fleisch mit Soße dauert 5 Sekunden. Okay. Ich hab. Das, weißt du, was witzig wird? Wenn wir Weizen ernten. Oh, ich habe einfach mal letztes in meiner Session 500 Weizen gedrescht. Für Stroh und Mehl. Und bis ich die 500 Weizen gedrescht hatte, konnte ich schnell scheißen gehen, mir was zum Essen machen. Der war nach 10 Minuten immer noch nicht fertig. Ja, das wird jetzt. Ja. Das ist, dafür hat mich easy XP gemacht, einfach. So. So, jetzt habe ich noch eine Fertigkeit freigeschaltet, oder? Nee. Ja, wir müssen langsam aufhören. Ich bin fix und fertig hier. Jo, wir sind gleich soweit. Ich habe auch die letzten Tage, glaube ich, nicht viel gepennt. Ja, das hast du erzählt. Du hast da wirklich richtig einen komischen Rhythmus angefangen. Am letzten Samstag 8, ja, sag mal 9 Stunden. Sonntag 7, Montag 7, gestern 6, heute 5. Ui. Wo bin ich hier? Es bespawnt dich einfach immer, keine Ahnung wo. Immer wenn ich... Ja, weil du kein Haus hast hier. Aber wie denn? Ich hab doch mehrere gebaut. Du musst dich aufwärmen. Oh je. Dann renne ich einfach mit der Fackel rum. Ich glaube, du musst hier eben ein Haus noch beschlagnahmen. Hallo Ente! So, Kohl hier rein. An der Stelle Rotauge. Okay, ich hab aber mal durch. Wo immer jetzt ich durchlaufe, keine Ahnung. Ist mal ein Fluss durchquert und renne zu dir mit 300 Meter Entfernung. Nice. Durchs Laufen kriege ich wieder ein bisschen Wärme zurück, ne? Habe ich so das Gefühl. Mhm. Es ist wirklich, das Wärmeding ist weg. Du musst dich aufwärmen. Ich nehme einfach die Fackel in die Hand, zünd sie kurz an und dann habe ich auch wieder warm. Logik, oder? Ja, und ich werde jetzt gleich sterben. Wolf und so. Wo ist der Wolf? Die haben jetzt schon von einen Teil von mir abgebissen. Ich komme zu dir. Der ist nicht mehr da. Nee, der ist weg. Du musst dich aufwärmen, Fackel anmachen, wieder rennen. Okay, das bedeutet, ich gehe ins Dorf und versuche uns irgendwas Wärmeres zu besorgen. Dass wir hier ein bisschen Kälteschutz haben, weil wir haben wirklich, ja. Wow. Wir haben keine Handschuhe, wir haben nix. Ja, das erklärt's dann. Küche. Ah, Fleisch mit Soße, genau, das habe ich freigeschaltet. Aber wir haben erst Herbst, wir haben ja noch gar keinen Winter hier. Ja, aber wir haben zu wenig Sachen an. Wir haben nämlich noch keine Kälteresistenz. Das schon im Herbst, das ist ja ganz skurril. Deshalb habe ich gesagt, wir müssen uns auf den Winter vorbereiten. Scheint so. So, warte mal.
Was müssen wir denn noch vorbereiten? Genau. Winter, Herbst plus für die Felder. Was können wir jetzt anpflanzen? Im Herbst Roggenkorn und Weizenkorn. Mal sagen, Weizenkorn. Du musst dich aufwärmen. Ja, ich träg jetzt die Fackel. Ich mach bei den Olympischen Spielen mit. Dann habe ich das Problem nicht mehr. Ach stimmt, wie viel hat denn der Kollege jetzt im Inventar? Also in der Verwaltungskiste meine ich eigentlich eher. Um Holz? Null Holzstämme. Mann, arbeite, mein scheiß Kollege. Das wird dauern. Warum hat null? Warum hat er null, der Kollege? Weil es Frosty ist. Was hat das für einen Sinn? Bei mir nicht. Bei mir nicht immer. Ja, das, du scheinst recht zu haben. Da ist irgendwas ein bisschen skurril. Wenn man sich bewegt, dann haben wir weniger Kälte. Ist doch im echten Leben so, oder? Genau. Romantik. Wie geht es dir, meine Schöne? Also so Romantik. Ja, wie geht denn heute das Wetter so? Ja, steil und bergab. Oh, ich liebe Aber ich habe gehört, dass Kleidung, die in Pinkelwasser eingeweicht wird, leichter zu waschen ist. What the fuck? Ah, ich glaube, so Sinn geben die Dinge auch nicht. Das ist irgendwie mit Sinn und Sinnhaftigkeit. Aber ich brauche Zeit, um etwas nachzudenken, was du gesagt hast. Oh Gott. Ja, du hast zu weit getrieben, du geiler Uhrenbock. Hier heißt nicht jemand Hanuta, sondern Kanuta. Kanuta. Digga, was für ein Name. Hat's nicht irgend so ein Brotaufstrich mal so geheißen? Ja, eben Hanuta. Nicht Kanuta, sondern Hanuta. Oh, so, hier ist ein Ausrufezeichen. Chitty. Was will der? Have a nice day. Soll ich das nächste Haus, was ich baue, für mich beschlagnahmen? Oder ist das ein bisschen fies, weil da vier Leute drin sind? Nee, mach. Nee, aber da können ja vier Leute rein. Das passt schon, weißt dann baust du noch mal eins für vier Leute. Nee, ich muss noch ein kleines für mich bauen. Ressourcentechnisch ich mache das ein viel mehr Herz Sinn. Für Steine, sprich mit Bosidar, ja, ich sprich mit Bosidar. Ja, so viel Stroh. Ich muss 30 Steine abliefern. Okay, dann machen wir das mal. Oh, es gibt Pilze jetzt im Winter. Im Herbst. Im Herbst, ja. Ist, glaube ich, normal, oder? Ja, schon. Das macht die Nahrungssuche ein bisschen einfacher. Wenn es die auch normal ist, kann ich nicht beurteilen. Also, ich habe das Gefühl, dieses Jahr, jetzt wo Herbst war, ich habe fast keine Pilze gesehen. Oder du etwa? Dieses Jahr ist irgendwie strange. Ist alles irgendwie komisch. Digga, kann ich dir nicht einfach mal... Digga, ich muss wirklich 30 Steine ins Inventar packen, die ihm geben, obwohl ich gar nicht so viel tragen kann. Das ist... total weird. Das macht absolut keinen Sinn. So. Jetzt rennt der Typ auch noch weg vor mir. Kann ich dir nicht... Übrigens, ne, Holz, wir haben ja Holzschuppen. Kannst du nicht noch einen zweiten anheuern? Ich wollte das, aber... Also, aha! Ist das Haus fertig?
Ja, Hoshum ist schon länger, also länger fertig. Ja, alles fertig, ja. Okay. Ich habe aktuell das Problem, dass der Typ will hier 30 Steine. Und ich würde ihm die gerne geben, aber ich kann nicht so viel tragen. Also muss ich jetzt einen kleinen Trick machen. Kann der Typ irgendwo stehen bleiben? Bitte. Bleib einfach hier irgendwo stehen. Und halt. Ah, du setzt dich hin. Perfekt. Dann jetzt Steine. Junge, X. Du musst mal arbeiten, du Manometer. So. Also, Stein. Mm. Jetzt kann ich die 13 Steine einsammeln. Ich hoffe, der Typ bleibt noch so lange da liegen, sitzen. Sonst töte ich ihn. Bleibt noch liegen. Also, wenn du ihn tötest, dann bleibt auf jeden Fall liegen, ne? Ja, dann kann ich ihm die Steine dann geben. Genau. Oh, Mann, come on. Ich muss. Wie viele Steine noch? Warum ist hier eine Wegwarte im Weg? So. So, mal ein bisschen Holz hacken, Holz hacken. Der Typ hat sich schon wieder bewegt. Alles gut. Der bewegt sich die ganze Zeit, der will mich choken. So. Halt dein Maul und nimm meine Steine auf. Oh, Birkenzauber, mach mal hin, wir sind alle so. Mein Gehirn produziert auch nur noch Dünnschiss hier. So. Was? Wir haben eine Reputation erreicht? Ja. Was hast du gemacht? Ich habe ihm 30 Steine geliefert. Wegen 30 Steinen sind wir also populärer geworden. Sind wir also schon Rockstars. Mhm. Also wir brauchen noch einen Jäger und einen Holzfäller, ne? Noch einen Holzfäller? Noch einen? Ach so. Ja, einen Jäger habe ich ja nicht gebaut, ne? Also ja, haben warte. Wir ja schon einen. Da haben können zwei da zwei Platz. Rein? Ah, okay, gut. Wusste ich nicht. Okay. Gut, wenn da zwei Platz haben, dann go for it. Naslava. Hat die Nasenspray zufälligerweise dabei? Ich weiß, ich bin total genial. Wie kannst du die so schnell an dich binden? Ich frage einfach, ob sie Bock. Nee, du hast das Haus noch nicht fertig gebaut, Till. Ich bin das ja dran, mein Gott. Ja. Dann werden alles die Leute gut. Meckern. Ach. Und warum haben die keinen zu saufen? Die haben noch saufen. Die haben noch trinken. Nein, die haben das erst, wenn die arbeiten. Ja, siehst du? Die können. Nee. Die haben das erst, wenn die. Im Dingens. In ein eigenes Haus haben. Ja, das wird gleich fertig. So, auf jeden also Fall. In der Jagdhütte geht Folgendes ab: 12 Fleisch pro Tag. Das Leder juckt mich ehrlich gesagt weniger. Wir brauchen jetzt aktuell viel Fleisch. Gut, dann beim Holzschuppen, der andere Holzschuppen, der läuft noch nicht, genau. Der produziert zu 80% Holz und wieder Brennholz, die gleiche Leier. Also du kannst so sagen, das Haus ist fertig. Wegen einem scheiß Stroh nicht, ach kacke, sorry. Ein Stroh hat gefehlt. Geh ich kurz holen. Okay. Bin der ja im Schlaraffenland. Piu. Okay, wo kann ich Steine sammeln? Hier. Halleluja mal, so. Also ich glaube,
habe... Oh, ich dachte schon, es hat irgendein Problem ausgelöst. Okay, überleben. Was haben wir jetzt gemacht? Hast also du irgendwas produziert, fabriziert, wie auch ja, immer? Ja, ich habe eingesammelt. Ich sammle schön, weißt du. Fertig. Ja, ich habe die Meldung gekriegt. Perfekt. Kann ich die gleich da reinpacken, die Dullis. So, jetzt meckern die nicht mehr. Jetzt kommen die zu dir. Boah, jetzt brauchen wir schon 120 Nahrung pro Tag, 120 Wasser pro Tag und 120 Holz pro Tag. Oh je. Das glaube ich nicht viel, nicht wenig, ne? Nee. Zeig mir deine Ware. Kann ich dir meine Messer verkaufen? Wow. 10 Dollaris bringen die mir ein. Wie kann ich so einen Steinbrocken hier niedermähen? Mit einer Steinspitzhacke. Achso, da könnte man bauen, ne? Holzstamm und ein Stein. Ja, toll. Habe ich bestimmt keinen Holzstamm. Boah, das wird tough, ey. Unsere Steuerschulden sind schon 100 Münzen. Ja, wir können Sachen verkaufen hier, ne? Ja, aber die bringen fast gar nichts. Wirklich? Ja. Schade. So. So, den schade, muss ich Stocks schade, bringen. Schade. Aha, ich muss ihm 38 Stocks bringen und ich habe erst 3. Stulli. Jetzt habe ich's geschnallt. So, wie viel kann ich hier abbauen? Oder wie schnell? Oh. Kann man die Steine nicht aus dem Boden holen? Ja, aus der Mine. Nee, aber die Steine, die am Boden sind. Was ist wieder bauen zum Beispiel? Da ist ja ein riesen Stein auf dem Boden im Weg. Mhm. Den weghauen geht nicht, oder? Nee, kannst du nur mit Wegen wegmachen. Frag mich nicht, was das für einen Sinn ergibt. Ich kann's dir nicht sagen. Du hast recht. Komische Welt. Das ist Terraforming für Fortgeschrittene, weißt du. Das ist doch einfach blöde. Ich frage mich, ob es hier wieder Plünderer gibt, die man selber plündern kann und davon geile Werkzeuge kriegt. Hm. So, ich habe dem seine Zweige. Ja nicht. Oh, zack. Zack. Zackeli. Also ich muss einfach überall Wege bauen, wo ich halt was bauen möchte. So sehe ich das aktuell. So, Steinmesser will der. Boah, der will so viele Sachen. Wer? Ein Mitbewohner, ein Mitarbeiter. Nee, diese Dorfbewohner hier. Wo ich jetzt mal kurz Geld verdient habe. Ja, den mach nicht, ne? Also. Wie viele Münzen hast du noch?
Wo hast du denn das jetzt wieder? Ah, 24. Einmal noch, okay. Dann kriegst du die Münzen nicht, die ich als Belohnung von den Quests kriege. Okay, schade. Fünf Messer. Nicht schlecht. Gut, der Kollege hat 6 Baumstämme, Holzstämme gefunden. Perfekt. Die müssen dann zu Brennholz verarbeitet werden. Oh, 1, 2, 3. Also, ja, man muss ja auch nicht, dass man ja auch immer draufhauen kann, obwohl man gar nichts hat, also inventarmäßig, ne? Das ist irgendwie ganz, ganz skurril hier. Ah, wer reklamiert? Wer hat nix mehr? Ah, der Holzschuppen. Ihm fehlt. Ah, er hat kein Material. Er hat kein Holz, Brennholz zum herstellen. Till, du darfst den das Holz aus der Kiste noch nicht plündern, erst wenn wir so 100 Reserve haben. Sonst können wir kein Brennholz herstellen. Das heißt, wie bis anhin, weiterhin. Ja, aber ich muss jetzt dann marathonmäßig laufen, ne? Mhm. Aber ich glaube, fürs Erste können wir uns dann verabschieden. Wir sind schon so knapp 2 Stunden dran, nicht ganz, ne? Aber. Ich denke, das passt soweit. Da müssen wir jetzt. Ja, wir schauen, dass wir vorankommen. Ich denke mal, heute haben wir die ersten Mitarbeiter akquiriert. Das ist sehr gut. Uns geht die Kohle aus. Ich versuche, uns irgendwie über den Winter zu bringen, aber das wird sehr wahrscheinlich sehr lustig und die Steuern werden dann scheiße. Aber... Ja, Steuern zahlen. Wir machen einfach unsere eigene Kommune auf. Ich sag's dir, wir gehen den König jagen, töten ihn und dann kassieren wir die Steuern ein und sagen, wir sind der neue Steuereintreiber. Ja, und dann kommt dort jemand, der sagt, jo, wir killen den Kollegen und dann, ja, und so weiter und so fort. So, ich hab Münzen gekriegt. Messerschwindler. Kann man auch versehen mit Messerschwinder, also Messerverdicker. Jo. Aber... Das und vieles mehr werden wir in der nächsten Session angehen. Wenn wir auch so weit sind, dass wir es tun und lassen können, ohne ich speichere irgendwelche Hinterlassenschaften zu machen. Okay. Gut, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.